herzlich willkommen hier am nächsten Tag aus Norwegen vom Nordkap ins Gaswalk. Ja, heute ist zwar schön, ja, die Sonne scheint und alles. Da hinten kommen zwar schon ein bisschen die Regenwolken, aber es ist wirklich sehr warm, 24 Grad oder so. Und weil der Wind aber so doll bläst, wie ihr das vielleicht hört, deswegen gehe ich hier mal wieder ein bisschen in die Seite rein. Ja, fahren wir jetzt mal hoch zum Nordkap und gucken, wie es da aussieht. Von unten haben wir es ja schon gesehen, öfter, und dabei Dorsche gefangen. Aber von oben ist bestimmt auch noch was anderes. Also, kommt da mit. Leute, ich sag mal, das war ein kurzer Ausflug zum Nordkap. Mann, für große Tropfen, da ist doch schon Eis mit drin. Also, das hat sich schon sehr kalt angefühlt. Ja, verrückt. Ja. Endlich mal norwegische Wetter hier. Ja, also ich sag mal, so zum Glück wohnen wir ja nicht weit weg in unserem Ferienhaus. Und wenn das Wetter vielleicht noch mal ein bisschen besser ist und keine Wolke hier rüber zerrt, dann kann man das ja normal versuchen. Ja, Freunde, guten Morgen hier vom Nordkap. Eine neue Folge runterlassen auf Feine Herren Fishing. Es ist heute mal wieder etwas windig. Die anderen sind jetzt schon hier vorne so in dem kleinen Fjord drin und versuchen da vielleicht auf Pollack oder vielleicht auch Plattfisch, aber ich denke mal eher auf Pollack, zu angeln. Weil wenn man hier um die Ecke fährt und der Wind dementsprechend ist, dann ja, kommt man auch nicht viel weiter, weil die Wellen sind einfach dann viel zu hoch. Also das ist schon eine krasse Action. Wenn hier ein bisschen Wind ist, dann ja, sind auf jeden Fall mehr Ausfalltage, sag ich mal, als im Fjord zum Beispiel. Heute Abend soll es dann hoffentlich besser werden vom Wind, so gegen 19 Uhr. Und dann ja, werden wir auch wieder angreifen. Also müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten und dann geht's aber los. Massen kommen sie hier nicht vor. Ich hatte ja dann auch eine Vorfahrrange mit vier Dingern besetzt. Und dann waren vielleicht auch ein paar mehr drauf für die Dinger. Ich hätte doch gedacht, dass so an den Kanten vielleicht ein paar Pollacks rumstehen. Ja, haben wir versucht, aber bist du so schnell weg. Naja, das ist ja schon gedriftet, wa? Driftet so doll, wir hatten einen Teil. Ihr seid ganz schön frisch unterwegs. Dann kannst du an die Kante ranschmeißen, dann geht der zum Stück runter, bist du. Ganz schön frisch. Was? Das ist schon los. Ja, das ist schon. Der hat ja viel. Der war ja lange in die Schnur. Das glaube ich. So, du musst gleich einen Pilgerhahn machen und dann oben durchdriften lassen und immer dann das rund auf den Grund bei dir machen. Das ist ja, was du findest. Oh ja, so, immerhin, ein bisschen was. So, Freunde, das Wetter ist schon deutlich besser geworden. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Die Sonne scheint so ja mal wieder hier am Nordkap. Kaffee und Kuchen. Und es gibt Kaffee und Kuchen. Das ist ja nicht schön. Das ist ja erfreulich. Ja, sehr erfreulich. Also, ab und zu kommt noch eine kleine Böe, aber ist schon besser als am Nachmittag. Ja. Hoffen wir mal, dass es noch ein bisschen weniger wird, so dass wir dann halt auch vor dem Leuchtturm raus können.
Leute, mehr denn je als irgendwo anders muss man sich hier ein bisschen nach dem Wetter richten. Muss man natürlich im Frühjahr hoch, aber hier noch ein bisschen krasser und man muss die Zeiten nehmen, die frei sind, um hier rauszukommen, um hier angeln zu können. Also man sollte vielleicht nicht nur eine Woche herfahren. Ja, weil wenn dann die Woche scheiße ist und man überhaupt ja keine Nähe rausfahren kann, Wetter kann man nicht beeinflussen, dann wird man vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn man dann hier ist. Weil, ich sag mal, man kann zum Nordkap fahren und so und kann sich sicherlich auch ein bisschen was anbieten, aber so viel ist das ja alles nicht. Von daher sind wir glückliche Leute, dass wir hier unserem Hobby frönen können. Wa? Und jetzt geht's raus. So, wir sind jetzt also an unserem Spot angekommen, den uns unser netter Vermieter gesagt hat, wo er auch mal seinen Gästen und seinen Kunden hinfährt. Ja, also wie immer ist hier nicht viel auf dem Echolot zu sehen. Wir sind jetzt auch schon wieder recht schnell weggedriftet. Also wir haben schon wieder eine Drift von 5 Knoten oder so. Weil die dann schon fix ist. Da muss man oft neu anfahren. Nicht korrektet. Ich denke mal Köhler oder so. Ah ja, wie immer erwartet, ein Köhler. Gut, der ist wieder abgegangen. Mario hat auch schon wieder, aber ich denke mal, oh ja, bei mir haut das auch an. Ja. Na ja. Ja, ist auch ein kleiner Köhler hier oder so. Naja, als Köderfisch geht. Ah, jetzt ist hier was eingestiegen. Fühlt sich nicht mehr ganz klein an, aber ich kann das schwer abschätzen, weil ich mit der Angel noch nicht so viel geangelt habe und die ist natürlich ein bisschen straffer als Inliner. Da schauen wir mal, was das ist. Scheiße, ey. Kann doch nicht wahr sein. Der quergehackte Klimper, ey. Mann. Ein quergehackter Limmendorf. So, was muss man? Quer ist richtig. Ja, das ist auch richtig so. Das soll ich mal ein bisschen quälen, wa? Quälen ist immer gut am Mund. Na ja. Ist okay. Doch. Wir haben uns.
Fehler. Ja Leute, so schön wie es aussieht, so schwierig ist es gerade auch hier irgendwie einen vernünftigen Fisch zu finden. Man findet schon Fisch, aber eben die, die man haben will. Und macht uns ein bisschen traurig. Aber naja, was wollen wir machen? Wir angeln weiter. Wir fahren jetzt nochmal zurück zu der Stelle, wo wir angefangen haben. Und dann lassen wir uns da nochmal ein bisschen drüber driften. Schauen wir mal, da wird schon noch irgendwas einsteigen. Jeder träumt hier nach. Von dem besonderen Fisch. Ein großer Köhler, ein großer Bausch. Nein, gut. Kein Weißer. Irgendwie so. Ja. Also, es geht weiter. Um Seelachse drin wahrscheinlich. Hab mich doch schon damit irgendwie mir. Wir haben uns schon wieder Hartmut, oder? Ja, also jetzt haben wir eine neue Stelle angefahren. Fisch ist auf jeden Fall hier, aber mal wieder Kinderschuhe. Und das wollen wir ja nicht. Nicht unser Ziel. Kinderschuhe. Davon ja, Fülle. Hier. Dann du, sind wir raus aus dem Schwarm oder was? Nö, nö, war alles da. Vielleicht nicht mehr ganz so gestapelt, aber. Ja, ist halt die Frage, ob man das hier weitermachen will. Also eigentlich wollen wir so weit. Nicht unendlich. Wollen wir so weit gehen. Also wenn, dann müssen wir mal in größere Tiefen fahren hier. Hier sind ja wirklich billig. Das ist ein scheiß Seelachs. Gehen wir weiter Richtung Spitze. Ja. Oh, nicht einmal sehen, oder?
alles erzählt hast. Also ich würde vorschlagen, wir fahren hier weg. Würde ich auch sagen. Dann aber die Schelle fangen wir hin. Dann lass uns lieber nochmal auf der 80 Meter Linie da. Ja, wa? Ab geht's in die Tiefe. Und da bringt die ganzen Möwen bringt da hier ran. Da sind sie schon dran. Kommt sie an, ich bin runter. Hier kannst du ja jedes Mal nur Doppeldrill sagen. Oh, inner ist ausgestiegen, glaube ich, oder? Ah. Hat schon geknallt. Ida. Das kannst du gleich anhalten, jo. Ja, 20-fache Doppeldrill. Da sind sie. Das war. Voilà, zwei Stück. Mann. Das ist ja schon bald nicht mehr normal. Jo. Ah, hier sind ja wie die Bläden. Die anderen Idioten warten da draußen hoch. Hallo. Hallihallo. Ach, den nehme ich drin. Alles die gleichen Größen, ja. Heute sind wenig Schellfische bei dir da. Wenig Schellfische. Ah, den brauche ich nicht mehr reinschmeißen. Der ist. Na Leute, so schnell kann das gehen hier mit dem Wetter. Aber alle rechtzeitig reingekommen. Oh, irgendwie habe ich trotzdem einen nassen Arsch. Also Schluss, die Wellen hier drin am Leuchtturm, aber also auf Boot gekommen da. Ah ja. Weil das immer so von vorne gekommen und so kleine Schäferwellen und immer, der Wind hat das dann immer so reingedrückt. Ich fand das total geil. Ja. Ich hätte noch die vorne auf den Schienen fahren können. Auf der Spitze stehen müssen und ja, gibt ja mehr. Würde lächeln? So, wie hält man den? Genauso wie die macht. Jetzt hast du den Druck und dann drück beim Seewolf machen, dann ist mir gut. Ja. Ach, genau. Wenn doch jeder anderen Sinn. Ich hätte gut ansetzen müssen, ne? Dann ist es so. Ich bin der Seewolf. Wo ist der Seewolf? Na, ich mach wieder. Der war ziemlich am Anfang, der Seewolf.
so einen kleinen, da musst du auch noch ein Biss machen. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner. Lieber zu weg. Ich kann den Kopf ein bisschen hier. So ein bisschen den Kopf von der Vieh. Das ist ja gerade erst frisch geschluckt, das ist immer durchsichtig. Der beißt doch auch nicht mehr. Nee, der beißt nicht mehr. Der hat ausgebissen. Schöne Ladung hab ich jetzt. Warum haben wir dran, gell? Ja, mir hat in den Augen gebrannt, Junge, die Salzwasser. Ah, der ist auch salzig, ne? Ja. Wir wären ja schon wieder weiter gewesen. Wir haben gedacht, wir kommen da oben um die Ecke, wir haben ein Kriegsblitzzeichen hier. Und sagt, seht ihr, die Kinder sind dich. Aber es war wirklich 5 Minuten, nachdem du angerufen hattest, ist er bei uns angekommen. Und dann hast du auch gleich gemerkt, ist der Wind doller geworden. Ja. Und dann haben wir gleich gesagt, okay, wir fangen wieder mit. Jetzt hätten wir es gebrochen, aber. Nee. Aber bei uns hast du bis dahin noch nicht gemerkt gehabt. War alles auch ruhig. Wir haben ja vorne nochmal angehalten, haben vor euch noch gewackelt. Mann, die kommen, die kommen nicht. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir zurück. Willkommen, ein neuer Tag am Nordkap und wie immer, es ist ordentlich windig, so dass die Schneerobben so ja schon hier vorne auf dem Fjord sind, weil der Wind heute so aus Südosten kommt und auch heute wird es wieder so sein, dass wir ein bisschen warten müssen bis abends und dann soll es wahrscheinlich wieder gehen, aber ja, da schauen wir mal, ob das dann auch so ist bis jetzt. YR, die App, die Wetter-App hier von den Norwegern, ist da eigentlich relativ genau. Und ja. Also eigentlich sollte das denn klappen. Ja, vom Fangen her ist es bis jetzt aber. Also gestern war, ihr habt es ja gesehen, die Seelachsparade. Ja, wo man angehalten hat. Überall waren Seelachse und auch nicht in den Größen, die man haben möchte unbedingt. Tja. Es ist halt wie überall in Norwegen, die Heilbutz und Steinbeißer und Seeteufel springen dir nicht ins Boot. Ja, Dieter? Genau. Ist dir schon in ein Boot gesprungen? Nein, das ist super. Ah ja, also, bis später. So Freunde, weil beim letzten Mal ja schon so geklappt hat im Nordkap, versuchen wir das gleich normal. Ja, also man hat hier auch wirklich Zeit, muss man sagen, weil, wie gesagt, Wind und so. Ja, von daher, warum nicht? Also, drückt uns die Daumen, dass wir diesmal nicht von der Wolke überrascht werden. Nummer 21 ist unser. So Leute, also, es hat geklappt. Es ist keine Wolke hier, noch nicht. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn es demnächst gleich in den nächsten halben Stunden hinkommt. Von daher, können wir euch mal ein bisschen das Nordkap zeigen. Auf geht's. Restaurant, Louis Restaurant. Kann man Unsinn kaufen.
Hier kann man unseren Kuchen haben. Da muss ich hin. Alle zusammen machen? Genau, hier stehen wir. Da ist ja der Globus, den man immer von unten sieht. Und normalerweise angeln wir ja hier unten hoch. So irgendwo hier. Oder da hinten, wo das Boot ist. Aber da hinten noch, ich gib mal die paar. Gib mal da hinten. Da hinten noch mal hin. Da richtig hier will.
Leute, die Nordkap Experience, beziehungsweise hier oben das Nordkap, kann man empfehlen, würde ich sagen. Ist jetzt nett. Man kann sich den Film angucken. Den Rest habt ihr ja gesehen, was man sich so anschauen kann. Aber ja, wenn man selber hier ist, kann man ruhig mal hier hochfahren. Ja? So oft ist man ja wahrscheinlich auch nicht hier.